Der Gesundheitszustand des emeritierten deutschen Papstes Benedikt XVI. Verschlechtert sich nach Angaben aus dem Vatikan zusehends. Die lebenswichtigen Körperfunktionen des 2013 aus dem Amt geschiedenen Pontifex ließen nach, einschließlich des Herzens, hieß es am Mittwoch aus Kreisen des Heiligen Stuhls. Wie AFP aus Vatikankreisen erfuhr, soll sich sein Zustand vor etwa 3 Tagen verschlechtert haben. In ein Krankenhaus aber wolle Benedikt dem Vernehmen nach nicht gebracht werden. Seine Residenz in den Vatikanischen Gärten verfüge über die notwendige medizinische Ausrüstung. Dort werde er permanent von Ärzten überwacht. Nach den Nachrichten zum schlechten Gesundheitszustand von Benedikt XVI. Wird in vielen Kirchen und Bistümern weltweit für den emeritierten Papst gebetet. Der amtierende Papst Franziskus hatte die Gläubigen dazu in einer kurzen Ansprache bei der Generalaudienz am Mittwoch gebeten, weil Benedikt sehr krank sei. Dem Aufruf folgten hohe Geistliche sowie Pfarreien auf mehreren Kontinenten.